Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. Ich grüße euch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und was wollte ich gesagt haben? Ja, oh mein Gott, holy shit. Ich will das nicht dekonstruieren. Konstruieren. So. Ja, aufregend, aufregend. Wir haben das Teil gebaut. Dieses... Alter, es ist so unfassbar geil. Wir werden auf jeden Fall auf Seetauchgang gehen. Wir werden erkunden in dieser Folge. Wir werden gucken, wir werden reisen, wir werden uns was zu trinken bauen. Oder herstellen erstmal. Und das wird so mega. Ich bin so aufgeregt, was wir wohl alles entdecken werden. Oh mein Gott, holy shit. So, lass uns mal eben schnell gucken. So, Fasergewebe. Fasergewebe hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal gebaut gehabt. Das würde ich einmal in den Spind packen, wenn wir da irgendwo noch Platz hätten. So, ich muss mal wieder irgendwo... Ja, packen wir es mal da rein. So, Energiezelle 100. Konnten wir denn schon eigentlich konnten wir denn eigentlich schon... einen Scheinwerfer, ganz toll. Die Ladestation bauen oder fehlte uns da noch irgendwas? Ach ja, Rubin, ne? Vielleicht finden wir ja Rubin und dann können wir die Ladestation für die Energiezellen bauen. Das wäre natürlich nice. Konferenzraum könnten wir vielleicht auch bauen, weil wir jetzt Stühle haben. Man weiß ja nicht. So, aber Spaß beiseite. Wir werden jetzt erstmal gucken wegen Trinken und alles. Und das nur das Nötigste mitnehmen, was wir vielleicht brauchen. Sprich, wir brauchen das Bauwerkzeug, brauchen wir schon mal nicht. Das können wir erstmal beiseite legen. Das ist hier. Dann das Reparaturwerkzeug nehmen wir auf jeden Fall mit. Energiezellen. Wir haben nur eine volle. Den Laserschneider nehmen wir mit. Taschenlampe nehmen wir mit. Den Seegleiter. Der hat auch noch Ladestand 53. Huch, nee, wie kann ich, wie kriege ich denn die Batterie da raus? Mit R, ne? Genau so. Ich würde die einmal vollladen, die ganzen Sachen. Nein. Warte. So. Und dann einmal den Fabrikator, also diesen Aufladestation benutzen. Da würde ich die einmal aufladen. Und für die Taschenlampe können wir das auch mal machen eben. Nein, ich drücke mal die falsche Taste. Ich bin noch im anderen Spiel, Entschuldigung. So, warte. Nein. Taschenlampe hätte ich gerne einmal dahin. Den Seegleiter hätte ich gerne einmal da hinten. So. Dann nein. Die zwei. So, genau. Dann einmal die Batterie bitte laden. Sehr schön. So, dann während das jetzt gerade lädt, können wir uns mal eben um Trinken und so kümmern. Was ist das denn da hinten? Achso, das ist unsere, unser Zyklops, ne? Wie ich ihn genannt hatte. So, wir haben ja da hinten unser Aquarium, wo unsere Guppies drin schwimmen. Na, hallo? Na, meine kleinen Scheißer. Wie viel zu trinken haben wir denn hier noch drin? Okay, wir haben auch noch Nährstoffblöcke. Die würde ich vielleicht vorsichtshalber als Reservat, also für vorsichtshalber mitnehmen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Drei Flaschen Süppeles können wir mitnehmen. Dann würde ich vielleicht gegebenenfalls noch ein bisschen was herstellen. Guck mal her. Wir müssen mal ein bisschen was fangen wieder, ne? Oh. Kann ich die abbauen? Ja, ja, ja. Inventar voll. Okay, pass auf, dann machen wir das anders. Ich kann die auch wieder einpflanzen, ne? War das nicht so? Konnte man die nicht? Doch, das, warte mal, das ging doch. Hier. So, genau. So ging das nämlich. Das Gras konnte man, glaube ich, auch abbauen. Aber erstmal Nahrung herstellen. Wie stellen wir denn nochmal das bessere Wasser her? Mit Chlorbleiche, ne? Wie wird denn nochmal Chlorbleiche hergestellt? Das muss ich mal eben selber gucken. Wo haben wir sie denn da? Chlorbleiche. Ach ja, Salzablagerung und Rührenprobe. Salzablagerung und Rührenprobe, haben wir das nicht? Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Salzablagerung und Rührenprobe. Haben wir davon nicht noch irgendwas gesammelt? Tischkorallenprobe, aber keine Rührenprobe. Salzablagerung hätten wir. Aber gut, wir stellen das normale Wasser her. Das tut's ja auch. Fürs Erste. Für unsere Reise. Deswegen machen wir das erstmal. So. Nahrung ist ja das Schöne durch das neue Messer. Können wir ja quasi unterwegs essen.
alles, was essbar ist. Das ist natürlich ganz gut und ganz praktisch. So. Die Pflanzen packe ich mal wieder weg. Das Gras würde ich vielleicht auch gegebenenfalls abbauen. Und... Nein. Oberplatz. Hier war Platz. Genau hier. Da. Genau. Dann das Gras würde ich mir mal angucken, wofür das nochmal ist. Einmal schnell durchdüsen. Zwei Fische sind hier noch. Was benutzen? Achso. Ja, packen wir die mal mit rein hier. So. Samen des Windgrases. Ich weiß gar nicht, was es macht. Windgras. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich pack das mal hier rein. Weil wir ja gerade hier sowieso hier in der Nähe sind. Okay. Was zu essen wäre jetzt noch ganz nice. Trinken können wir ja auch schon mal gleich. Wir müssen uns jetzt ein bisschen vorbereiten, wenn wir jetzt ein bisschen weiter wegreisen. Wie viel ist denn hier noch? 500 von 500? Ist hier noch was drin? Ja, okay, das passt. Ich hoffe, die Energie geht dir nicht zur Neige. Okay, Essen, pass auf. So, ich würde einmal Essen vorbereiten für uns. Na. Ja, wo ist er denn? Oh. Das war, glaube ich, falsch. Nee, ich... Hey, warte mal, wie macht das mit dem Essen nochmal? Doch, da ist Essen. Essen! Essen! Essen? Also rechtsklicken und dann direkt aufsammeln. Dann habe ich den einen ja doch quasi, gekocht, aber ich weiß nicht, wo der gelandet ist. Der wird wahrscheinlich irgendwo hier liegen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Na? Das ist halt mega praktisch, dieses Messer, ne? Na, wo kommt dieser Schatten her? Boomerang, mein Freund! Hä? War der schon gekocht? Nee, ne? Nein. Oh, jetzt ist er gekocht. So, dann essen wir die Sachen mal eben schnell. Essen, 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 essen. So, dann trinken wir. 100. So. Dann würde ich sagen, schwimmen wir mal zu unserem, ah nee, wir müssen die Batterien da noch mitnehmen. Dürfen wir nicht vergessen. Ganz wichtig. Welcome aboard, Captain. Ja, moin moin. Weil ohne Batterie läuft nichts, ne? Muss man sagen. So, sind alle voll, das ist sehr schön. Dann können wir die alle mitnehmen. So, dann würde ich die einmal nachladen. So, den Scanner einmal nachladen. Hallo? Ist ja egal welche. So, den einmal nachladen. Das ist die Taschenlampe. Reparaturwerkzeug und unser Seegleiter hier. Nicht auch eine Batterie. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon startklar. Und dann geht's los. Also können wir jetzt mal losdüsen. Und guck mal, gerade alles läuft. Ja, es läuft alles soweit. So, hinein! Ich weiß noch nicht, wo wir hindüsen werden. Welcome aboard, Captain. Ja. All systems online. Nice. Dankeschön. So, dann machen wir hier drin mal aus. Ne, machen hier mal zu. Unsere Seemod haben wir ja, glaube ich, auch mit, ne? Ich meine, die hatten wir hier drin. Ich guck mal eben. So, warte. Ja, unser Seemütchen ist auch da. Wir haben aber das Upgrade nicht für tiefer tauchen. Also zumindest noch nicht. So. Dann haben wir die Scheinwerfer vorne an. Die machen wir mal an. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Engine powering up. Na, dann geht's jetzt los. Oh, ich bin so gespannt. Wie sinke ich eigentlich wieder?
Ah, mit C, okay. Dann muss ich mir erstmal. Mit Leertaste geht's nach oben, mit C geht's nach unten. Wo stehen wir denn? Ach, da oben, okay. 8 Meter. Ja, jetzt müssen wir natürlich tiefer. Ich weiß noch nicht, wo wir hin tiefer gehen. Müssen wir mal gucken. Aber ich würde doch schon gerne mal einfach mal probieren. Okay, schnell ist, geht's. Volle Fahrt voraus! Vibriert extremer Lärm, wieso? Ist das so schlimm? Reagieren hier einige auf Lärm? Boah, das wird so cool jetzt. Ich bin so gespannt. Wie Maschinen überhitzen. Ach so. Ach, die Maschinen können sogar überhitzen. Ach, krass. So, 72 Meter. Das geht noch mehr. Kann hier einfach verlassen, aber dann fährt er, glaube ich, nicht weiter, ne? Ist das die Hitzeanzeige? So, im Übrigen, ja, ich habe es, glaube ich, behalten. Und zwar den Funkspruch, den wir rechts am Bildschirm hatten in einer Folge. Ich weiß jetzt, wie man das macht. Und zwar in der alten, in der ganz alten Kapsel, wo wir abgeflogen sind mit, quasi von unserem Hauptschiff. Da kann man quasi... Da kann man quasi diese Funksprüche abhören. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Meter. Es geht immer tiefer. Was ist das denn da? Ach du Heiliger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich sehe Diamant. Wir müssen Rubin noch finden, ne? Fällt mir gerade an. Oh. 241 Meter. Wo sind wir denn hier? Oh, heftig. Kann man hier irgendwie nach was suchen? Meter. Oh, hier ist überall Diamant, glaube ich, ne? Oder? Oder ist das... Gott, ich habe gar keine Ahnung, wo wir sind. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier... Oh Gott. Sind wir in so einer Art Höhle? Nee, oder? Okay. Oh, Alter. Okay, wir sind doch in der Höhle. So eine Art, glaube ich. Ich muss erstmal ausparken hier. Also mal irgendwie muss ich hier drehen. Ich weiß noch nicht wie. Oh, ist da Rubin? Oh, sehe ich da gerade Rubin? Warte mal. Ich würde einmal anhalten. Ich meine, ich sehe Rubin. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich hier irgendwie scannen? Oder was? 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 Tauchboot? Achso, Tauchboot steuern. Farben? Licht an? Kann man hier auch scannen irgendwie? So, warte mal. Engine off. Engine powering down. Nein, nicht hupen. Bist du verrückt? Doch nicht hupen. Was ist mit dir los? Ich weiß, sind fast 300 Meter. Passing 100 meters.
Oxygen efficiency decreased. Ist das Rubin? Nee, das ist doch kein Rubin, oder? Nein, das ist kein Rubin. Quarz. Was für ein Blueprint? Wir haben einen neuen Blueprint. Was für ein Blueprint, bitte? For stimulating terror in humans. Okay. Ich weiß halt nicht, wo wir genau sind. Hier wird es wahrscheinlich immer dunkel bleiben. Und der Scheinwerfer scheint ja auch nicht so gut zu funktionieren. Also man sieht nicht viel. Okay, wow. Oh. Okay. Dafür wird sich echt für so kleinere Gebiete, wo es ein bisschen enger ist, da wird sich tatsächlich dann auch die Seemotte anbieten, wenn man die natürlich ausgebaut hat. Auf der Suche nach Rubin. Da unten liegt eine Luke, die wir schon gescannt haben. So weit waren wir schon. So. Geografisch weiß ich auch gerade nicht, wo wir sind. Da ist auf jeden Fall unsere Heimat, also gar nicht weit weg von zu Hause. Oh Gott, wo geht's denn hier mal hin? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Alter. Hilfe. Okay. Aber ich sehe immer noch keine Rubinen irgendwie, wirklich. Oh, Alter. Uah! Okay. Die Musik jetzt. Das ist kein Rubin. Was knallt denn da immer, wenn wir irgendwo angegriffen oder? Uff. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich verfahre mich hier voll. Hilfe! Hilfe! Ich stecke gleich irgendwo fest, ich sehe es schon. Einfach mal ausparken. Alles am Blinken, am Leuchten hier. Ja, ist doch gut. Sind wir jetzt in der Höhle geflogen? Geschwommen? Ist das schon geflogen? Kein Rubin in Sicht. Man sieht hier auch gar nicht seine Essensanzeige, fällt mir gerade auf und so, ne? Und seine Trinkenanzeige, das ist ein bisschen blöd. So, das ist, da sollte man echt so ein bisschen drauf achten. Weil sonst, echt, oh, da oben ist schon die Wasseroberfläche, nice. Wir sind wieder raus. Vielleicht düsen wir mal da hinten zu uns hin und dann gucken wir mal, ob, wir da hinten nochmal ein bisschen tauchen können. In diese Richtung. Schauen wir mal.
Ahead flagged. Emergency speed. Body. Volle Fahrt voraus. Excessive noise. Extremer Lärm. Düdüd. Was ist das hier? Geräuschloser Antrieb, was ist das? Ach so, oh lol. Warning. Engine. Kamera. Ach, das ist ja krass. Feuer registriert? Was? 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 Feuer? Was? Wo? Was? Alter! Alter! Ich brenne! Hilfe! Wasser! Was mache ich denn jetzt? Feuerlöscher! Da ist ein Feuerlöscher! Wie nutze ich den? Benutze ich den? Nein! Oh, ich sehe nichts mehr! Alter! Wollt ihr mich verarschen? Ich fahr nie wieder schnell. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, völlig überfordert! Gluck, 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 gluck. So, was haben wir denn da eigentlich gesammelt? Was sind das? Blutöl, rote, ölfüllige Pustel. Enthält Blumen, Ranksamen, kann zu Benzol verarbeitet werden. Was haben wir für ein Blueprint gekriegt? Frage ich mich gerade. Synthetische Fasern und Benzolöl. Ach, guck mal, Benzol. Synthetische Fasern. Die brauchen wir auch für irgendwas. Also sollten wir dieses Öl vielleicht noch mal ein bisschen mehr sammeln, oder? Ja, das ist nicht so gut. Ist ein bisschen undicht hier gerade. Ich, entschuldige mich. Kann ich hier reparieren? Ist das Reparaturwerkzeug? Das ist Reparaturwerkzeug. Wie repariere ich denn hier? Muss ich nach außen? Kann ich das auch einfach so reparieren? Das scheint nicht zu gehen. Kann ich hier oben einfach flicken? Tja, das ist ja nicht so toll. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Wie repariert man denn das Schiffchen? Nee, das stimmt ja gar nicht. Hast du mich angelogen? Damage? Wo denn? Ach, da steht sogar, wo das ist. Ach, guck mal, da oben links. Oben linke Seite. Gucken wir doch mal. Also hier oben irgendwo. Ach, da. Ach, lol. Dann flicken wir das mal. Okay, das ist krass. Vor allem, dass auch Feuer ausbricht, wenn die Maschinen zu heiß werden. Das ist natürlich, ja, nicht so toll. So, dann wollen wir nochmal vorsichtig. Powering up. Ich bin immer noch die Frage, was ist? Ist das Lautstärke? Oder ist das, Hitze, weil eine Hitzeanzeige hat man ja hier irgendwie nicht, ne, oder? Hm. Gut, unsere erste Reise mit dem Dingen. Da kann schon mal was schief gehen.